Komm mal zurück. Hey und willkommen, ich bin der Nightfury und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Age of Empires. Und ich muss kurz mal mich ein bisschen umsortieren, denn so richtig funktionieren tut das ja gerade hier fast wieder gar nicht. Ich habe nämlich leider nur noch ein Boot übrig. Aber da wir ja sowieso nichts mehr von Gelb erwarten, denke ich mal, dass wir die direkt wegknallen. Und da wir die ja eh nicht mehr brauchen, können wir die auch gleich hier lassen. Weil ich wäre unbedingt ein Fernkampf und Gelb hat mir das direkt wieder abgesahnt, indem er gesagt hat, nee, darauf habe ich keinen Bock. Dementsprechend machen wir eben mal hier ein paar Gebäude, die ersten Gebäude kaputt. Ich kapiere diese Leute nicht. Es wurde sich übrigens beschwert, dass, Ah ja, wir haben jetzt also alle Ruinen. Gut, dementsprechend müssen wir das leider so machen, wie es eigentlich nicht sein müsste. Und ich glaube, wir machen ein letztes Mal noch eine großartige Schlacht zwischen Gut und Böse. Ja, das hätten sie eh nicht einnehmen können. So. Wir machen jetzt noch Braun fertig und dann ist Sensei hier. Was macht der jetzt? Weggeballert, Junge. Einzige skiller Maschine, Junge. Wir haben hier nur noch einen Haufen Fischerboote. Das ist das Einzige, was sie noch haben. Anscheinend muss ich die komplett wegmetzeln, wenn das hier so aussieht. Die hatten echt zwei Ruinen bei sich in der Basis. Okay, das ist krass. Ja. Und zudem, weil ich sowieso eine schöne Streit macht, um da mal ein bisschen reinzufetzen. Dementsprechend machen wir uns jetzt auch eine. Zwar nur aus normalen Einheiten, aber das lohnt sich trotzdem. Wie die sich hier blockieren. Was für Dullis, Alter. Die kommen jetzt nicht mit Aktendullis, Christian. Das ist so nuttig dumm, Alter. Gut, es hat sich jemand beschwert in den Kommentaren, dass ihm nicht gefällt, dass die Grafik von dem Spiel so scheiße ist. Ich meine, ich beschwere mich ja auch nicht, dass Zelda so eine scheiß Grafik zu Anfang an hatte und jetzt bei Breath of the Wild auf einmal wieder so eine geile Grafik. Klar, das ist dann nochmal ein Unterschied, aber trotzdem. Das ist Bullshit. Guck, wir konnten nicht mal so weit machen, wie wir wollten. Markierung 30% effektiver. Cool, wir sind in der Bronzezeit und hauen hier schon... Naja, gut, ich habe gecheatet. Das kann man nicht vergleichen miteinander. Aber unsere drei Dullis sind ja auch wieder fertig. Das heißt, lass die mal... wir haben jetzt inzwischen ein paar mehr Einheiten. Und ich glaube, wir machen noch eben fix die Eisenzeit, weißt du? Weil wir sind jetzt schon bei 1300 Jahren. Das heißt, du baust noch eben... Ja, wir bauen noch eine Akademie hier hin. Man hat sich beschwert, dass sich, dass das Spiel eine scheiß Grafik hat, aber ey komm, es ist eben alt, ja? Was erwartest du von einem alten Spiel? Ich meine, ich beschwere mich ja auch nicht über Zelda, ist halt ein Spiel. Ich guck's zwar nicht, aber es ist halt alt, ja? Ja gut, die Einschaltquoten sind, wie gesagt, das Problem. Weil es keine Sau juckt. Hm? Was für Deppen, Alter. Mit so einen Scheiß Einheiten hier. Da kotze ich ja aus vollem Leib, du. Nein, bleib doch hier. Bist du dumm? Muss da rein, Alter. So. Dann stellen wir hier noch ein Schiff. Und dann schicken wir die hier hin. Wir haben ja sowieso nur noch 1100 Jahre. So, Jungs. Hier drei erlegt jetzt den. Was? So macht man das. Jetzt nicht schon wieder die Scheiße, Alter.
Ich hasse es, wenn jedes Mal dieses Scheißboot an der Stelle erscheint. Es kommt da nicht raus, Mann. Ich wusste ja nicht, dass das bei dem Hafen so buggy ist, ne? Ich bin echt mal gespannt, wie das bei dem Windows 10 Spiel ist. Weil dazu ist ja die Definitive Edition rausgekommen. Vielleicht wissen das einige schon noch von Folge 2, wo ich gesagt habe, dass, also zu Anfang und dem Vorspann, dass es eben genau das der Fall ist. Und die hauen jetzt hier ordentlich mit der Nahrung rein, das ist unglaublich. Katsching, so, und so sieht unser schickes, Dings an. Jo, dann schicken wir mal die drei rüber und veranstalten mal ein kleines Gefecht, ne? Das können wir uns noch leisten, denke ich mal. Bei den 500 Jahren, die wir noch vor uns haben. Ungefähr. So, her mit euch. Da greift er mal an, ey. Tempel niedermachen. Macht sie alle die Spacken. So, noch 50 Jahre. Dann ist der Zucker gegessen. Ja. Nice! Nice! Geil! Militär 178. Wirtschaft 103, 93, Religion 114, Technologien, Überleben, ja, 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 aber wie gesagt, durch Monumente habe ich eben, beziehungsweise durch diese Ruinen habe ich halt gewonnen, weil ich alle gesammelt hatte. Bezwungene Gegner 98, Verwüstungen 39, eigene Verluste 8, Fremde, beziehungsweise eigene Verluste 90. Der hatte scheinbar das größte Heer. Stimmt nicht. Ja, weiß ich nicht, wie man das als größtes Pair beschreiben kann. Dann gehen wir mal zur Wirtschaft. Wir haben 3200 Gold gesammelt. Oh, Alter, Ramses hat sogar 5000. Psychdigger, das ist ja übel viel. Bevölkerungsbonus. Cyrus, ja. Ich nicht. Also die anderen hatten... Ich weiß gar nicht, ob das immer random ist mit dem Bevölkerungsbonus. Erkundungen 94%, dementsprechend die größte Erkundung auf der ganzen Map. Naja gut, ich habe da auch ein bisschen mitgeholfen. Tribut gezahlt 125. Ramses minus 100, das waren die 100 Steine, die ich ihm gegeben habe. Hannibal minus 9.338. Alter.
Cyrus hatte wirklich das meiste an Tribut. Bekehrungen 0, Ruinen 4, also alle. Tempel hatte ich 1, alle Artefakte und Ruinen waren 50-50. Stimmt, ja, Blau hatte halt auch noch. Meiste Bekehrungen, ja. Wie viel Dämon bekehren musste, das glaube ich ihm. Er hatte eine Einheit bekehrt. Außer uns allen hatte er die war er der Einzige, der Einheit bekehrt hat. Und Cyrus hatte 2 Tempel. Technologien 32, fast alle Technologien, ja. Ich bin echt so ein Typ, der immer wirklich jede einzelne Technologie versucht zu entwickeln, damit die Einheiten auch stark genug sind. Kultur der Bronzezeit hatte Cyrus, ja. Kultur der Eisenzeit hatte Blau. Ich weiß nicht, was die Kultur der Eisenzeit darstellt, aber... Oder ob man das entwickelt? Ich weiß nicht, wie das funktioniert bei Age of Empires. Ich weiß nie, wie man diese goldene Zeit oder diese Eisenzeit halt bekommt, ne? Das weiß ich überhaupt nicht. Easy. Ich würde sagen, das war's von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu seid. Würde mich zumindest freuen, wenn ihr nichts weiter auf diesem Kanal verpassen wollt. Und wenn ihr überhaupt nichts mehr verpassen wollt, also wirklich jedes einzelne Video auch neu mitbekommen wollt, dann drückt mal auf die Glocke neben dem Abonnier-Button. Und dementsprechend dürftet ihr auch wirklich gar nichts mehr verpassen. Das ist sozusagen mal ein Vitum, ein Wieso, womit du wirklich viel machen kannst. Ich würde mal sagen, das war's von Age of Empires, denn das ist, es gibt da nicht so viel Feedback. Ich sag nur so, ich weiß, es gibt theoretisch einen Mehrspieler-Modus. Den aber zu finden, dauert übel viel. Also bisher, also es gibt halt einen Multiplayer, allerdings ist der nicht auf dieser also ist verfügbar, aber es ist unnötig. Also mit dem kann ich halt nicht online spielen. Dementsprechend soll es das auch gewesen sein. Hier ist nochmal die das letzte bisschen, was ich noch schneiden bzw. ranhänge, da am Ende sowieso mir das dann abgekackt ist mit dem Aufnehmen. Gut. Das soll es gewesen sein. Haut rein, euer Nightfury und bye bye.